Hallo Internet, hallo Eisenbahnfreunde. Schön neues Jahr. Ich weiß, das ist schon jetzt die Mitte von Januar, aber ich habe keine Video gemacht für die letzten so 4 Wochen oder so. Die Leute, die bei mir wohnen hier, die machen so viel Krach, ich kann überhaupt nicht Videos machen. Das ist eine blöde Sache. Ich muss warten, bis sie sind alle zur Arbeit oder so. Das sind immer Schimpfen und alles die ganze Zeit. So darum habe ich keine Videos gemacht. So, weil es alles leise ist, glaube ich, werde mir ein schnelles Video machen. Ich habe mir heute ein neues Logs gekriegt. Also Sie können schon sehen, was es ist. Dieser Katalog hier ist von Fleischmann von Januar 2019. Und die haben den schönen Log, den BR044, auf diesen Katalog gemacht. Und das sind auch eine andere BR044 auch, aber das ist der Reichsbahn, diese ist der Deutsche Bundesbahn. Man kann man das sehen, das hier, wo diese Platte ist hier, auf der Reichsbahn, das sind eine rote bisschen hier unten, kommt auch auf beide Seiten. Aber mit der DB, das haltet hier diesen Footplatte hier. So, Sie können nicht hier ganz unten gehen, Sie müssen hier rundherum auf den Lok zu gehen. Und wenn ihr den Tor offen machen und sauber machen will, das muss man tun. Aber ich habe diesen Lok hier, der BR044. Aber das ist nicht dieselbe Nummer wie hier, 188. Das ist 256,6, glaube ich, oder 0,8. Ich habe nicht ganz richtig geguckt. Ja, ich glaube, das ist 6. Und dieser Lok ist der erste Lok, das Fleischmann hat gemacht in Endspur. Das hat Henning Soundchip da rein und 18 Next Chip auch. So, die Lok, das ich habe, ist der Sound Lok und nicht der Analog Lok. Und die Nummer von diesem Lok, wenn ich die Box kriege, schnell, kann man sehen. So, der Box hier, das kann man sehen hier. 18 Next auf den Chip und das ist 714471 und DCC Soundlock. Da kommt eine schöne Box da rein, wie normal mit Fleischmann. Und so, ich habe ein paar andere Sachen hier auch, werde ich ein bisschen zeigen, wenn ich Zeit habe, aber ich will nur für 30 Minuten dieses Video machen. Und der Sound von diesem Video, von diesem Lock, ist ganz, ganz gut. Cool. Hoffentlich kann ich in Deutsch sagen, wenn nicht, sage ich es in Englisch. Da muss man auf dem Fleischmann Website gehen und gucken, was die Nummer alle tun. Das meine Deutsch ist okay, aber nicht 100%, ja? So, ich glaube, wir fangen an und gucken wir auf diesen Log. So, ich werde mir den Papier rausnehmen hier, dass ich habe alles umgeschrieben an. Ich kann das nicht sehen auf die ganz kleinen. Und jetzt machen wir der hoffentlich hier unten kann man den Lok sehen. Da ist er doch. So, lass mir hier ganz groß machen. So, Sie können nicht meine iPad sehen mit ein bisschen Glück. Oh. Professional Camera Work nicht. So, hoffentlich das passt. Ne, noch nicht. Da sind wir doch. So. Fangen wir an denn. So, F1. Ach, Moment, kann man nicht da ganz hinten sehen, ne? Doch, jetzt kann man alles sehen. So, gehen den iPad weg. Nur den Lock. Da ist es doch. So, F1. Fangen wir an. Ich halte die Klappe.
So, jetzt ist es alle die Pumps, die Boiler aufgemacht und den Steam Impulsor aufgemacht, kann man hören jetzt. So, jetzt geht leiser noch einmal und F0 ist die Licht wie immer. So, jetzt ist es gerade leise gegangen. So, und jetzt F2, ein kleines Tut. Und F3, oh, pass mal auf, ich halte die Klappe jetzt. Ist das nicht der Hammer oder was? Muss man noch einmal machen, oder? So, F4 kann man nicht sehen, because ich habe Licht hier oben für meine Kamera, aber das ist der Cabin-Licht, da rein kommt an. Und F5, und F6 ist auch Licht, aber das kann man sehen. Die Seitenlichten habe an und abgemacht, ja, kann man sehen. Cool, oder? Mache ich diesen Licht auch schnell, dann kann man alles sehen besser. Cool, oder? So, machen wir wieder an noch einmal. So, F7. Air Pump. Oder Luftpump. Und F8. Das Luftspritzen. Injection. Und F9. Noch einmal. Das ist Luft, aber heißt auf Englisch Valve Pressure. Und 10. So, das ist Kohl in den Feuer machen. Und F11. Das ist auskoppeln. Und die haben auch einen für Ankoppeln auch, F12. So, F13. Auf Englisch, das heißt Cylinder Cops, aber auf Deutsch, ich weiß nicht, wie das heißt, muss noch einmal auf Fleischmann gucken und das wird bestimmt da sagen. Und ich kann nicht Deutsch lesen so gut, so tut mir leid, mein Freund. Aber Sie können ruhig da auf Fleischmann Website gucken und sehen, was das ist. So, F14 ist alles leiser, aber das tun wir nicht. F15. Das kann man nur hören, wenn der Lok fährt. Wenn er fährt, so. Dann machen wir F15 machen, geht alles leiser. So, ich halte noch einmal an. So, und dann F16. Das kann man hören hier, was es ist.
Loudspeaker auf der Bahnhof. Und F17, das kann man auch nicht hören. Das ist, wenn man auf die Ecke geht und fährt und geht langsam, dann macht das die Bremsen-Sound, so ein Squeaky-Sound, ja. Und 18 meine ich, F18, das ist auch schön. Ich halte die Klappe her. Das ist die beiden Pfeifen zusammen, wenn er auf der Mainline fährt. Finde ich der Hammer. Wirklich, wirklich cool. Und F19, das ist Strom von dem Dynamo. Das ist ganz leise, aber kann man hören. Und F20 kann man auch hören. Das ist Walkie-Talkie, wenn der Lokführer spricht mit den Leuten da hinten anzukoppeln. Und F21, das ist Inertia. So, wenn der Lok fährt, wenn man das macht, dann geht der Lok sofort langsamer. Aber das muss noch fern, so das zu sehen. Und auch mit F22 ist noch einmal die Bremse. Aber wenn das Lok geht, langsam zu anhalten, dann kann man das anmachen und das so squeak, so bis es hält. Und dann F23 und F24. Der 23 ist, macht das Sound leiser und der 24 macht das höher, so kann man besser hören. Und dann auch noch einmal F0 sind auch die Lichter, die kommen an und ab. So, jetzt haben die alles gehört von den Nummern und jetzt werden wir ein bisschen Spaß haben. Ich werde ein paar Wagens holen hier, dann schicken wir das rum. Ich habe ein paar andere Vlogs da auch mit einer anderen neuen Sache da an. Und ich sage das schnell so für 10 Minuten oder so und dann machen wir Feierabend. Sie wird das auch in Englisch tun, so das dauert noch eine 20 Minuten. So, hoffentlich Sie verstehen und wir haben ein bisschen Spaß für 7 oder 8 Minuten. So mache ich ein bisschen kleiner da und mache ich zurück und hole ich diesen Wagen. Das ist cool, oder? So, umdrehen. Abhauen. Hoffentlich haben die Wagen zusammengekommen. Nee, haben die nicht. Live Video. Doch. Okay. So, lassen wir das abfahren. Ich will so hier ganz reingehen, so das kann man alles sehen hier. Und hier vorwärts können Sie hoffentlich die Nummer sehen. Aber das ist wirklich schön, oder? Mach ein bisschen schneller, mach ich kleiner, so kann man den Wagen sehen. So, dieser Wagen hier,
Das sind zwei Stück hier. Das ist 845103. Und die drei da hinten sind ganz genau dieselbe, diese drei hier. Das ist auch ein Boxset. Und das ist 845104. Die kommen drei Stück in den Box. Und Sie können auch den Hopperwagen hier sehen. Das sind 10 Stück von diesen. Und die sind 851502. Das sind 10 Stück davon. Und jetzt habe ich habe die Nummer nicht für diesen Wagen. Am bestimmten Video guckt blöd aus, wenn ich darüber die Nummer kriegen will. Und ich habe die Nummer, ich glaube, die sind 88122. Beiden Kesselwagen. Und die werden bestimmt schön sehen, wenn ich. Ich halte die Klappe. Fleischmann haben gut gemacht diesmal. Richtig schön. So. Lass ich das rumgehen und gucke das noch einmal, wenn es wiederkommt. Und dann fange ich an mit einer anderen Block hier. So. Oben ein bisschen. Er kommt durch gleich. Das ist cool, oder? So. Kommen wir hier wieder. Dann kann man die nächsten Lok sehen. Ich mache den Sound nicht an für diese, aber dieses ist auch ein Soundlock. Das kann man schon von vorher. Ich habe einmal gesagt, diese Lok. Aber ich wollte die Wagen zeigen. Diese Wagen sind neu. Die sind von Österreich, OBB, und die haben die Nummer 852502. Und man kriegt zwei Stück in jedem Paket, aber die sind wirklich schön. Und die Seiten gehen noch offen auf die Seite hier auch, kann man offen machen und alle die Sache da rein unten lassen. Cool. Und der nächste Loch, ist ein BR151. Diese Loch kann man auch. Aber diese Wagen, das ihr seht, sind alle neu. Die sind Deutsches Bahn Schenker Holzwagen. Und ich habe 10 Stück von diesen gekriegt. Die sind 825410. Die sind auch ganz schön. Ich habe die nicht gekriegt, die erste Mal, wenn Fleischmann hat die ausgegeben. Sie sind sofort alle verkauft. So, ich muss bis noch 20 Jahre warten, für den nächsten Wagen rauszukommen. So, jetzt habe ich 10 Stück. Und wenn ich Holz daran mache und ein bisschen geerntet auch, der bestimmt guckt ganz schön aus, glaube ich. Halte ich die Klappe, weil ich den Zug hier runter komme noch einmal. Und diese nächsten Wagen, die sind 837703. Ich habe 6 Stück von denen auch.
Und denn da hinten sind Großhoppewagen, die sind 845407. Ich habe zwei Stück von diesen Typen. Komm noch einmal. So, diese nächste Lok, das ist auch ein Soundlok, das haben wir schon vorher gesehen. Das ist 72473. Das ist eine Soundlok, ein Diesellok. Aber ich mache das ab, ich will den, anderen Lok haben. So, diesen Lok, der zieht. Vier Stück von der Deutschen Bundesbahn Schenker Autowagen und die Nummer sind 837405 und 837406. Ich habe zwei Stück von jedem gekriegt. So, weil wir waren für die anderen Loks, ich habe auch ein paar Digital Sacke gekriegt, ich habe die schon nicht gesagt, die haben gesehen in meinem letzten Video, aber ich habe nicht gesprochen von das, die DR5000 Digital Center von Digitec und auch die DR4018, ich habe noch ein paar Stück von das, hier kommt diese Loch noch einmal, die DR151. So, ich habe ein paar von denen gekriegt für meine Module und die werde ich bauen mit das und nicht mit dem Z21. Oh, guck mal, das ist so schön. Und dann habe ich auch diese Software gekauft, Windtrack von Wiesmann. Und ich habe das gekauft, so ich könnte meine Modules machen. Hier muss ich ein bisschen offen machen, so kann man alles sehen einmal. So, ich hab gekauft und das hier kann man sehen, das sagt Englisch. Das ist geschrieben in Deutsch, aber sagt Englisch Version. Und das ist bestimmt Deutsch. Aber ja, das Englisch, das kann man in Englisch auch machen. Aber das Problem mit das ist der Buch. Der Hamburg ist in Deutsch. Ich kann es nicht lesen. Und das ist so viel zu lesen, aber ich mache keinen Quatsch. So. Ich gehe auf einen Kurs im März in Köln. Das ist ein Kurs mit Windtrack. So, ich gehe auf Windtrack, werde ich alles lernen und dann baue ich meine Module. Also ich werde alles da bestimmt lernen, mit ein bisschen Glück. So, ich hoffe so. Und ich habe mich vorhin noch einmal. Ich habe auch ein paar andere Sachen gekriegt, so an einem Wagen, aber ich sage die an einem Mal. Ich habe auch, was wird das Bier noch einmal durchkommt, das geht ganz schnell, muss ich ein bisschen langsam machen. Hier kommt der OBB noch einmal.
Diese Wagen, die sehen ganz schön aus. Hier kommt unsere Freund noch einmal. So, ich glaube, noch 5 Minuten, dann mache ich Feierabend hier. Ich muss das auch in Englisch machen, auch. So. Diese Wagen, die sind, die Cockpit sind aber nicht gut, wenn wir Profi machen. Die sind super. Kann ein paar Mal ab dem abgekommen auf den auf diesen Junction hier, die kommen ab immer, wenn man durch die Junction gehen. So, ich muss die normal Koppel wieder reinmachen, dann bestimmt werden die okay noch einmal sein. So, bringen wir unsere Jungs wieder noch einmal hier. Meine Freund hier, der BR440. Ich werde auch der Reichsbahn-Lock kriegen, auch wenn es rauskommt, und sage ich dir das, wenn das rauskommt. Jetzt kommt er noch einmal. So cool. So. Warten, bis noch ein durchkommt, und ich werde dir noch eine Lok zeigen. Das ist eine Volkrail V60. Das kommt gleich. Das ist da hinten in diesem Moment. Ich ziehe das jetzt rum. Hier sind die OBB und noch einmal die BA14151. Jetzt können Sie die Bremsen hören. So, und die letzten Lok kann man sehen. Das ist ein V60 in Blau. Das war nicht DCC, aber jetzt habe ich einen Chip da rein gemacht. Und eine Nummer von diesem Lok ist 722010. Und kann man sehen, der hat ganz schöne Wagen da hinten. Das sind 3 Stück von dem Set. Und das ist 845512. 3 Stück kommen da rein. Und auch, das sind auch 3 andere Wagen da, kann man sehen. Das hat ganz viele Metal hier oben an. Und das ist 845513. Und dann die anderen Set, die haben 2 Sets von Mr. Machfleischmann. Das sind noch ein 3 da. Das sind 845511. Und das sind die beiden Sets. So,
Dieses Video ist schon 30 Minuten. Das ist genau, wie viel ich wollte es haben. So, ich glaube, wir werden Feierabend machen mit meinem BR44 hier. Ich mache alle die Sound ab und dann machen wir Feierabend. Ich hoffe, dieses Video hat ein bisschen Spaß gemacht und Sie haben den ersten Mal gesehen, diesen Fleischmann 714471. Das ist eine tolle Lok und ich kann nicht warten, bis ich das geältet habe und auch der anderen von der Reichsbank gekriegt. Der ist auch ein bisschen, nicht ganz dieselbe, aber das kann man sehen, wenn man sie zusammen sieht, dann kann man ganz wichtig sehen, dass sie sind andere Loks. So, ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß für dich gemacht und Sie haben ein paar neue Sachen gesehen, dass ich schon gekauft habe. Ich habe schon ganz viel, ich kaufe so viel jede Woche, ich bin ein blöder Mensch, Mann. So, wenn Sie etwas zu fragen haben und auch die Wagen sind auch, die werden auch alle gealtet hier, bestimmt. Und auch die da hinten, so kann man den Lok hören, wenn ich das abmache jetzt. So, ich bedanke mich alles, wenn ich eine neue Lok noch einmal kriege. Ich wollte auch etwas anderes sagen, auch. Wenn ich mache ein anderes Video in ein paar Monaten, das wird von alle meiner Loks, die ich habe, so, das ist eine richtige Meet the Fleet. So, Sie können alle meine Loks sehen, alle die Loks, die ich jetzt habe, und das gehen, werde ich ein Video machen. Die ganz alles hier auf mein Tisch hier gestellt, so wird das alles sehen hier ganz lang mit alle die Loks werde ich anmachen. Und ich werde auch ein bisschen Musik damit machen, von einem von den Fleischmann Loks. Und das wird ein bisschen Spaß sein, bestimmt, ich hoffe. So, ich werde jetzt Feierabend machen und ich bedanke mich viel, aber ich wollte hier, ich hoffe, ich kann hier ganz hier, ich kann es nicht, ich muss mal ein bisschen hier unten machen, Moment. Mal sehen, mal ganz kurz hier reingehen. So kann man alles hier sehen. So. Ja, jetzt ist es besser. Jetzt kann man den Tender sehen da hinten. Wie cool das ist. So, ich will ein bisschen hier unten machen, hinten machen ein bisschen. So kann man die Licht hier sehen, ein bisschen. Die Nummer auch hier vorwärts. Und dann mache ich Feierabend. So. Mach den Licht wieder an noch einmal. Halt den Block an. Was rum, da kann man die Licht hier vorwärts sehen. So, komme ich hier rein mit dem Video. Dann kann man die Nummer da vorwärts sehen. So. Und ich glaube, das wird genug sein für heute Abend. Hier oben auf der Wand hier auch ganz schön. So. Ich weiß, das Video könnte einfach noch ein paar Stunden gehen, bestimmt, dass ich so viel Spaß haben mit diesem Loch, mit diesem Sound hier alles an. Ist wirklich schön. Aber ich habe keine Zeit. Ich muss hier Feier machen und Essen machen. So, ich bedanke mich noch einmal. Thumbs up, wenn Sie können. Das wird schön sein. Und wenn Sie das nicht so gern haben und meine Kamera arbeiten ist scheiße, kann man einen Thumbs unten machen. Das ist egal. Ja? Aber ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß in meinem Video. Und bis meinem nächsten Video. Ich sage Tschüss. Ja? Schönen guten Abend, alle.